Willkommen CryptoFam zum Moonbaswap Testnet. Moonbaswap ist ein Cross-Chain AMM DEX Protokoll, was so viel heißt wie Automated Market Maker, Decentralized Exchange Protokoll, um Token zu swappen auf der One Ledger Blockchain. Dadurch werden Dritte entfernt, was dann für schnelles Trading sorgt. Außerdem kann Moonbaswap um die 4000 Transaktionen pro Sekunde durchführen, was schneller ist als viele anderen DEXs ist. Wie wir hier unten auch sehen können, was natürlich zu einem AMM dazugehört, sind die sehr niedrigen Gebühren. Moonbaswap möchte auch in Zukunft One-Click-Cross-Chain-Transaktionen durchführen. Für die, die auch LP hinzufügen, bekommen wir die MBA-Native-Tokens und noch viele andere Sachen. Geht gerne auf die Webseite, lest euch alles durch. Wir machen auf jeden Fall aber hier weiter mit dem Testnet. Dafür gehen wir hier einmal auf den Medium-Artikel, scrollen noch einmal ganz hoch und fangen direkt an. Das erste, was wir machen müssen, ist das Frankenstein-Testnetzwerk zum MetaMask-Wallet hinzufügen. Dafür gehen wir hier einmal auf Chainlist, geben hier One Ledger ein oder so viel es reicht. Wenn ihr hier das Testnetzwerk noch nicht seht, dann ist das hier bei euch wahrscheinlich aus. Drückt ihr drauf, drückt hier Add to MetaMask, öffnet sich dann hier das Pop-up und addet einfach das Netzwerk hinzu. So, danach gehen wir dann zurück und brauchen noch ein paar OLT-Tokens. Heißt, wir gehen hier einmal auf diesen Link drauf. Lassen die Seite laden, request die 10 OLT from Faucet. So. Genau, da ich das vorhin schon gemacht habe, kann ich mir jetzt keine Tokens mehr zuschicken lassen. Wenn ich es noch nicht gemacht habe, wird es bei euch wahrscheinlich funktionieren. Heißt einfach hier drauf drücken, dann bekommt ihr nach einer Minute die 10 Tokens in eurem MetaMask Wallet. Wenn ihr das dann auch fertig habt, gehen wir hier wieder zurück und brauchen dann für unser Robusten Ethereum Testnetzwerk auch noch ein paar Tokens. Der erste Link hier funktioniert wahrscheinlich nicht. Genau, hat bei mir auch nicht funktioniert. Könnt ihr hier einfach über den zweiten Link gehen, hier eure Adresse eingeben. Wird wahrscheinlich bei mir auch nicht funktionieren. Aber wir probieren es einfach noch einmal. Zack, genau. Habe ich schon probiert, also wird es bei mir erst morgen funktionieren, bei euch wird es aber wahrscheinlich klappen. So, nachdem wir dann unsere Test-Tokens fürs Frankenstein-Testnetzwerk haben und fürs Ethereum Robustness, können wir auch anfangen mit den einzelnen Schritten. Also, der erste Schritt ist, dass wir unser Wallet auf der Webseite verbinden und dann die Bridge benutzen. Heißt, wir gehen hier einmal auf die Webseite drauf, scrollen ganz hoch und drücken hier auf Connect Wallet, MetaMask und sind dann hier verbunden. Bei mir ist zwar noch immer eine Pending-Transaktion da, die eigentlich schon durch ist. Ich weiß nicht genau warum, aber auf jeden Fall lasst es laden. Und was ich sagen wollte, da wir später, nachdem wir alle Schritte gemacht haben, hier noch eine Form ausfüllen werden und hier Screenshots einfügen müssen von den einzelnen Trades, heißt, wenn wir die Bridge benutzen, swappen tun oder LP hinzufügen, macht da dann Screenshots, dass ihr die da dann später einfügen könnt. Nachdem wir dann unser Wallet mit der Webseite verbunden haben, kommen wir hier zurück und drücken hier einmal auf Bridge. Dann müssen wir das von dem Frankenstein-Netzwerk auf unser Robusten-Netzwerk rüberbridgen. Heißt, wir geben hier irgendeinen Amount ein. Ich mache es hier einmal mit 1, sehen dann hier ein OLT vom Frankenstein-Netzwerk zum Robusten-Netzwerk, drücken dann einfach hier auf Transfer. Dann sehen wir hier die vier verschiedenen Schritte, klicken auf Deposit, öffnet sich hier unser Pop-up vom MetaMask-Wallet, zack, 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 auf Bestätigen und sehen dann, dass das Ganze ladet. Dann können wir, wenn wir hier auch schon wollen, einen Screenshot machen. Machen so. Zack, zack. Ich weiß jetzt nicht, ob es reicht von dem hier oder von dem ganzen Bildschirm. Ich mache es hier einfach mal mit dem Dreiviertel-Bildschirm. Heißt einen kleinen Screenshot. Drücke drauf und speichere das Ganze ganz kurz ab. So, und nachdem wir das gespeichert haben, gehen wir auch schon direkt weiter zum Swap. Zwar steht hier auf dem Medium-Artikel, dass wir erstmal LP hinzufügen müssen, aber da wir ja kein Ethereum auf unserem Frankenstein-Netzwerk haben, benutzen wir erstmal die Swap-Funktion. So, dafür, wie gesagt, gehen wir hier einmal auf Swap und sehen hier unsere OLT-Tokens, wählen hier unten dann auch Ethereum aus. Genau, und geben hier zum Beispiel einfach mal 4 ein, sehen dann, dass wir 0,005 und so weiter Ethereum bekommen, können hier aber auch unsere Slippage-Toleranz ändern. Wir machen das hier mal auf 0,5. Ups. Genau. Mm-mm. 0,5. 0,5.
Genau, Transaction Deadline bei 10 passt. So müsste es auch ungefähr bei dem Medium-Artikel aussehen. Das müsste dann hier passen. Drücken dann auf Swap. Öffnet sich wieder hier unser Pop-up. Das bestätigen wir einfach ganz schnell. Und dann haben wir somit unser 4 OLT-Tokens zu Ethereum gewechselt. Warten noch, bis die Transaktion durch ist, dass wir dann die Tokens bekommen haben und können dann auch schon LP hinzufügen, was dann auch unser letzter Schritt war von dem Testnetz. Und dann müssen wir nur noch die Form ausfüllen, ein paar andere Schritte auf Twitter machen und das war's dann. Jeder, der die einzelnen Schritte macht, wird hier belohnt. Und wie wir hier sehen, ist eine Transaktion auch schon fertig. Schauen wir mal ganz kurz welche. Ich glaube, das müsste hier unser Swap gewesen sein. Genau, perfekt. Hier sehen wir dann auch unseren Swap. Was mich eventuell wundert. Einen Moment. Nee. Nee, alles gut, alles gut. Okay, genau. Wir gehen nochmal ganz kurz zurück auf unser Medium-Artikel und sehen hier Add Liquidity. Wir müssen Ethereum und OLT wählen. Am Ende remove die Liquidity. Den Swap von den Tokens haben wir schon gemacht. Dann ganz oben. Die Bridge haben wir auch gemacht. Genau, perfekt. So, wir sind dann hier beim letzten Schritt. Also drücken wir hier einmal auf Pool drauf, auf Add Liquidity. Geben hier auch 2 ein. Select Tokens, Ethereum. Geben hier unsere Max ein. Sehen aber, dass wir nicht genau OLT-Tokens haben. Heißt, wir probieren es hier mal mit 0,5 aus. Haben dann hier oben auch genug Tokens. Erstmal approven wir hier Ethereum auf unserem Frankenstein-Testnetzwerk. Drücken auf Bestätigen. Lassen das Ganze nochmal ganz kurz laden. Sollte auch diesmal gar nicht lang dauern. Und, okay, ist jetzt hier auch schon approved. Wird wahrscheinlich gleich aktualisieren. Hoffen wir es. Ja, nein. Perfekt. Okay, dann drücken wir hier einfach auf Add Liquidity. Drücken hier auch nochmal auf Bestätigen. Lassen das Ganze nochmal laden. Hier oben sehen wir auch, wie schnell ein paar Transaktionen durchgehen und wie lange andere brauchen. Mir fällt gerade ein, dass ich keine Screenshots gemacht habe. Wird euch wahrscheinlich schon früher aufgefallen sein. Die mache ich dann hier jetzt, beziehungsweise was ich einfach machen werde. Was ich vorhin auch gemeint habe, die History, bei der wir hier oben keinen Button haben. Was mir irgendwie erst jetzt auffällt, ich weiß nicht wieso, können wir hier direkt einfach am Ende einfach einen Screenshot machen. Heißt, ihr müsst nicht nach jedem Trade einen Screenshot machen. Wenn ihr die jetzt schon gemacht habt, tut mir leid. Ich denke, so schlimm wird es nicht sein. Heißt, einfach am Schluss, wenn wir dann bei der Form sind, komme ich aber gleich dazu noch, hier einen Screenshot machen, den einfügen und dann sollte alles passen. Jetzt warten wir noch ganz kurz, bis unser LP erfolgreich hinzugefügt wurde, sollte es eigentlich sein, gehen wir zurück und sehen hier unser Pool mit unserer Liquidity. Jetzt springen wir noch einmal ganz kurz zurück zu Medium-Artikel, scrollen ganz schnell von oben runter, um zu sehen, dass wir alles haben. So, die Bridge haben wir genommen. Zack, Liquidity haben wir hinzugefügt. Jetzt müssen wir noch ganz kurz genau, wie hier steht, die Liquidity wieder entnehmen. Heißt, wir drücken hier drauf. Drücken auf Remove, bewegen dann den Regler hier auf die 50%, approven wieder und bestätigen wieder in unserem Wallet. So, warten dann ganz kurz nochmal, bis es aktualisiert hat, damit wir dann auch auf Remove drücken können. Zack, das ging schnell. Drücken auf Remove, wieder auf Bestätigen. Und das sollte es dann gewesen sein. So. Hier sehen wir dann in einem Moment, okay, hier sehen wir schon, dass die Transaktion dann auch schon durch ist. Wenn wir zurückdrücken, sehen wir hier auch, wie unser Balance sich verringert hat. Also zurück auf unser Medium-Artikel. Das haben wir dann alles gemacht. Die Tokens haben wir hier auch geswappt. Mit den Slippage-Settings haben wir auch alles eingestellt. Das sollte es dann alles gewesen sein. Was nicht in dem Medium-Artikel drin stand, sondern auf Twitter, ist, dass wir hier für die Challenge einmal die Form ausfüllen müssen, die wir gleich machen werden, aber auch MoonbusSwap auf Twitter folgen, was ich okay finde, dann aber noch 3 Freunde taggen, dann in der offiziellen Telegram-Gruppe ein Feedback dalassen und in einer anderen Gruppe mit über 300 Leuten die Aktivitäten teilen und dazu noch einen Freund auf Discord einladen.
Ich weiß noch nicht genau, ob ich das machen werde. Wahrscheinlich werde ich es dann mit meinem Zweitaccount machen, die Twitter- und Telegram-Sachen. Aber die Form können wir jetzt gerne zusammen machen. Wie wir hier unten sehen werden, wird jeder 600 MBA-Tokens bekommen zu einem Public-Sale-Preis von 3,8 Cent, was dann umgerechnet, ich glaube, so um die 20, $23 sein werden. Kann natürlich sein, dass der Preis hoch oder auch runter gehen wird nach dem Public-Sale. Wir machen aber jetzt direkt weiter, gehen dann hier auf den Link drauf und geben hier unseren Twitter-Account, Telegram-Account, Discord-Name ein und den Screenshot, den ihr dann, wie gesagt, ihr drückt hier drauf und seht dann hier all eure Transaktionen, macht einen Screenshot von dem und gebt das hier ein, hier eure MetaMask, Wallet-Adresse und das sollte es dann im Großen und Ganzen mit dem Testnet gewesen sein. Falls ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt mir gerne in die Kommentare oder auf Twitter. Ansonsten einfach dem Team auf Twitter schreiben oder im Discord. Vergesst aber nicht, hier eure Daten abzuschicken, nachdem ihr die einzelnen Schritte gemacht habt. Sonst wird es vielleicht falsch ausgewertet. Das war's mit mir. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Habt einen schönen Tag. Haut rein.